Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator, der Busbetriebssimulator. Wir befinden uns auf der Karte Kaiserstadt, Kaiserstal Aachen, Kaiserstadt Aachen und fahren jetzt weiter die Linie 33 nach Fuchserde. Und ja, wir sind momentan pünktlich, was ganz Neues ist, und wir hatten bis jetzt noch keinen Unfall. Was auch was ganz Neues ist. Und ja, wir werden mal schauen, wie die Fahrplanauswertung am Ende aussieht. Und wir haben einen knüppeldicken, vollen Bus. So richtig knüppeldick voll. Das ist Wahnsinn. Wie viel Luftfeuchtigkeit haben wir hier drin? 71%. Ich mache am besten mal hier Fenster auf, weil es ist stickig hier drin. Wenn einmal der Manfred am Pupen ist, dann ist hier Krieg. So richtig kriegt, das machen wir auch aus. Wandtor. Ich glaube, wenn wir so richtig heiß machen hier den Brenn, dann. Ach, ich will es nicht vorstellen. So. Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil und zur dritten Folge von OMSI 2, der Busbetriebssimulator. Ja, wir haben noch einiges vor uns, also keine Bange. Deswegen muss auch die Folge geteilt werden. Und ja, ne? Gut, wir müssen rüber. Wenn mich eine rüber lässt, wenn OMSI ladet. Nein, wir müssen nicht rüber. So verarscht uns das Fallsystem hier oder was? Müssen links. Nicht nach links, sondern nach rechts. Hier war nichts. Da ist was. Zwei Minuten Verspätung. Ab 3 Minuten kriegst du Strafe bei Verspätung. Hallo. Hallo. Guten Abend. Ja. Junge, jetzt wird aber der Fahrplan langsam so wie hier wieder richtig assi mit der Verspätung hier, wa? Ich vergesse hier. Achso. Wie gefallen die Ampeln? Die sind richtig nice. Na komm, auf sie. Put, put, put. Danke. Müssen wir denn direkt da rein? Nee. Ich dachte. Für eine Kurzstrecke, bitte. Danke.
Einen normalen Fahrschein. Irgendwer grillt draußen. Finde ich jetzt nicht schön bei offenem Fenster hier. Wollt ihr doch rein? So viel Platz? Nein. Wollte schon sagen. Hat der nicht eine automatische Haltestellenbremse? Nee. Egal. Minoritenstraße. Und wieder rot. Läuft. Kann das sein, dass die Heizung kaputt ist? Wobei, da könnte man sie eigentlich nicht bedienen. Ich weiß es nicht. Ich mach die aus. Vergessen. Bus ist ja voll. Nimm den nächsten. Der kommt auch irgendwann noch. Eine halbe Stunde, glaube ich. Aachen Bushof. Aachen Bushof? Der ist ja scheiße. Ja, Leute, das ist ja unglaublich. Er hat seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ja, soll ich denn da reinkrachen oder was? Ihr seid ein paar lustige Hammels. Junge, ich kann doch nicht da reinfahren. Brauche ich einen Unfall? Das will ich auch nicht. Um Gottes Willen. Junge, nee, nur am Meckern, ey. Ich hätte nur da reinfahren können, ne? Aber dann seid ihr ja alle ausgestiegen. Ah. Ah, 15. Wir müssen aber H3. Haltebuch 3. Im Blockverkehr. Junge, ich war so lange nicht mehr hier gewesen. Kenne ich mich auch nicht mal so aus. Im Blockverkehr. Hallo. Hallo. Ja. Wie gesagt, ich war lange nicht mehr hier. Auf der Karte. Und werden sicherlich 80% kriegen, weil die haben gemeckert und das ist nie gut für die Bewertung. Elisenbrunnen. Blockverkehr. Warten wir mal, bis wir Fahrt kriegen. Na komm. Jetzt sind wir wieder eine Minute zu früh. Und ja, ich weiß, dass da rot war. Ich wollte jetzt nicht noch scharf bremsen bei gelb. Ne? Ihr kennt ja die Mega-Fritzen hinten. Kennt ihr ja, ne?
Kennt er? Mhm. Mach schon grün, Schätzelein. Mach schon grün. Super für dich. Es geht keine Sau rüber, warum bist du? Das finde ich auch cool gemacht. Allerdings ist es so verpixelt irgendwie, aber sieht eigentlich ganz nett aus. Muss man ehrlich sagen, ne? Das sieht richtig cool aus, ne? Aber 2 Minuten zu früh, ich werde nicht mehr. Guten Tag. Guten Tag. Spulen wir mal 2 Minuten vor. Keiner mit. Und warten vor einer roten Ampel. Da keiner kommt. Es ist auch ganz gut. Ja, bitte abfahren. Ich bin aber schon abgefahren, Kollege. Theater. Das sag ich auch immer. Lalala. Da, 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 da. Wer ist denn hinter uns? Die Linie 25. Und der Bus ist voll. Der Bus ist rammelvoll. Die Performance ist im Arsch. Besser kann's nicht sein. Willkommen in Offensive 2. Ich hab keine Ahnung, was der Laber, Alter. Ah, okay, wir haben nur 53 Fahrgäste. Das heißt, es können 2 Leute einsteigen. Beziehungsweise mehr als 2 Leute, denn es steigt niemand aus. Sehr schön, dass die da warten müssen. Wir sind bestimmt 30. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn hier nur 30 sind. So wie das hier schon aussieht. Hochschule für Musik und Tanz. Alles klar. Wer gerne dahin möchte, kann es gerne machen. Ich will da nicht hin. Ich will auch nicht mal in Aachen leben. Will ich nicht. Nee. Mag ich nicht. Da will ich nie hin. Ehrliche Meinung. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Steigen noch welche hinten ein. Ah, okay. Junge, aber Ticket vorzeigen, Kollegen, brauchen Sie mir, ne? Genau, schön abstempeln. Ich sehe alles. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Du bist doch echt bescheuert, Alter, jetzt wo die Ampel grün wird. Aber wir als Busfahrer müssen nicht diese Ampel abwarten, wenn frei ist, dürfen wir auch bei grün fahren. Ja, so ist das. Wenn mir das nicht glaubt, dann da kann er ruhig nachgucken. Solange man über grün fährt, ne? Ist bei uns auch. Wallstraße. Ist also nicht bei mir, sondern in Staßfurt bin ich mal mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Da stand er dann am Real Haltestelle. Da gab es eine Busampel. Und da die Ampel auf grün war, neben ihm kein Fahrzeug war, beziehungsweise es kam auch kein Fahrzeug, hat er dann die grüne Ampel benutzt. Ne? Kann man ja. Ich meine, solange er nicht über Rot fährt, ist doch eigentlich wurscht, oder? Als Schnellbremse benutzt. Sollte man auch nicht vergessen, ne? Und wir warten. Müsste es ja eigentlich grün geben, ne? Was da war. Gut, danke. Normal. Junge, du kannst auch ein bisschen schneller fahren hier. Ey. Ich will dich nicht mit rechts überholen, das ist scheiße. Zumal wegen jetzt.
Der schleicht mit so stark, ey. Das ist unglaublich. Ja, da ist er erst. So, hier ist keine 30-Zone, ne? Oder wird das nach da ist 30? Mal schauen. Schlossstraße. Ne, hier sind keine 30, weil sonst würde die KI mit 30 rumschleichen. Beziehungsweise mit 25 schon fast. So, der will rum. Dann fahr rum. Junge, fahrt rum, ey. Das ist. Ja, Mann, ey. Wie lange sie brauchen, um abzubiegen, das ist echt nicht normal. Wirklich, das ist nicht normal. Wie lahmarschig sie sind beim Abbiegen, ey. Das ist furchtbar. Na, Omsi, komm, lad die Spiegel, danke. Ah, ne. Guten Tag. Einmal die Kurzstrecke. Abend. Achso, falls jemand sagt, ob das Video asynchron sein sollte, es ist, ihr seht jetzt auf die Uhr bitte hoch, ne, dann sage ich euch die Uhrzeit, es ist 18 Uhr 37, 40. 41, 42, 43 Videos nicht asynchron. Kleiner Hinweis. Ja, weil ich das mit den Türen zu, oder weil ich habe irgendwas eben zu spät gesagt, was ich schon gemacht habe. Das passiert mir manchmal immer, ne? Da denken viele, ah, Videos asynchron, es geht gar nicht. Ist aber meistens. Nur als kleine Info. So, immer schön hier anhalten, denn das müssen wir ja frei halten, weil wir können ja jetzt hier nicht, wir können ja jetzt hier nicht so blockieren, ne? Das ist nicht schön, das darf man nicht, ist auch in der Live so, weil es kann ja sein, dass jetzt eine Feuerwehr kommt oder Polizei oder Rettungswagen, die hier rausfahren müssen und da rum müssen, dann blockieren wir ja quasi deren, ne, Weg. Also immer schon frei halten, wenn da eine Ampel davor ist oder eine Kreuzung. Hinter so einer Kreuzung, meine ich. Ne? Das lernt ihr auch in der Fahrschule, wenn ihr das habt. Müsst ihr auch in der Fahrschule so machen, so kriegt ihr Punkteabzug, wenn ihr einfach da vorsteht. Und die steht und links bzw. rechts ist neben euch. Neben euch ist eine Kreuzung. Das wäre dann nicht schön. Junge, ich laufe heute wieder Dünnschiss, ey. Meine Sprache. So kleiner Sprachfehler allein. Ne, mach wieder Sprachfehler rein hier. Komm, ich will endlich hier, ne, ans Ziel kommen. Es ist schon bereits 18:41. Ich habe das ganz anders geplant. So, Vorfahrt. So. Oh, mein Gott, der Pferd, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Es war jetzt nur eine Kurve, aber okay, wenn die zu hart war. Die Kurve jetzt so hart, dass der Blinker kaputt geht? Ernsthaft? Das ist gar nicht euer Ernst sein. Also, bitte dich. Ist doch richtig hier, ne? Nee, anscheinend ist es nicht richtig, weil wir hätten hier rumgemusst. Ah, oh, scheiße.
kann nur mir passieren. Aber dass jetzt der Blinker von so einem Stück, ne? Bordstein, ich habe nicht mein Auto gerammt. Parken ein Auto stehen sogar noch. Ah, Blinker kaputt. Na super, da wird sich mega sehr gerne freuen. Gleich erste Fahrt, Blinker kaputt. Du bist doch ein kleines Hurensohn. Alter, ich dachte. Der reizt mich hier. Das kann doch nicht sein. Warum da? Junge. Seid ihr für scheiß KI hier? Sollte man das Fahren beibringen? Ich Bus, ne? Meine Fresse, es gibt's doch nicht. Guten Abend. Ich muss doch irgendwo gegengeknallt sein vorhin. Kann doch nicht sein, dass ein Blinker kaputt geht durch eine Bordsteinkante. Aber ich hab die doch gar nicht gerammt, die parkenden Autos. Die sind ja noch alle da. Ach, egal. Da drehe ich mich da auf. Melden wir das halt, ne? Habt ihr gleich gesehen, wie man einen Schaden meldet. Und da ist ein Blitzer. Mein Kabel vom Headset nervt gerade. Kannst du laufen? Hallo. Hallo. Also, dass dadurch ein Blinker kaputt geht, Alter, das ist doch schon übertrieben, ey. Aber gut. Was soll's. Melden wir halt den Schaden und bringen nachher mal den Bus zur Werkstatt. Los, komm. Könnt ihr mal sehen, wie man das Ganze macht. Oh, Entschuldigung, dass ich gebremst habe. Und Entschuldigung, dass ich hier Busfahrer bin. Und Entschuldigung, dass ich dich mitgenommen habe. Und Entschuldigung, dass ich dich entschuldige. Dass ich mich bei dir entschuldige. Blöde Kuh. Mein Gott, nochmal. Immer diese Meckertante, ey. In Real Life waren sie auch nicht. Und so auch still. Habe ich gesehen, ich weiß, es war rot. Ich wollte jetzt aber hier nicht jetzt hier Bremsung einlegen, sonst meckert die Olle wieder. Kennt die Olle. Jeder kennt die. Immer dieses Gemeckerer. Mag ich nicht. Keiner mit, aber dafür raus. Jetzt warten wir, bis wir eine Erlaubnis bekommen. Scheiße.
Das war jetzt nicht gut. Oh weia, das wird teuer. Geblitzt. Ihr wollt gar nicht wissen, wie teuer das wird. Wollt ihr nicht. Scheiße. Ach komm. Hätte man eine 70-Zone machen können. Oh wei. Das sieht nach viel Kohle aus. Nach, ja, es wird teuer. Es wird mächtig teuer, das weiß ich. Könnte er am Ende sehen. Verdammt! Erst Blinker kaputt, jetzt geblitzt. Das läuft. Aber das Stück hat richtig zum Rasen eingeladen. Ne? Verkehrsordnungsmäßig hier ist auch da, ne? Ohne Strichlinien hier irgendwie. Keine Ahnung. Egal. Aber trotzdem, es hätte nicht sein müssen, das Geblitz. Es ist nicht schön. Ich meine, gut, der Betrieb kriegt ja noch Sprit, ne? Nur der Fahrer, der halt pleite wird. Aber gut, da haben wir sowieso noch was reinzufahren an einiges an Kohle. Da müssen wir demnächst auch noch Dingskosten bezahlen für die Reparatur der Blinkerkosten. Da müssen wir 60% übernehmen, die Kosten. Ich habe die verlesen ab und 40% kriegen wir einen Lohn. Das ist schon, ja, geht so, sag ich jetzt mal. Ne? Also heißt es mehr, also teurer Blinker zahlen, teurer, ja, weniger Geld kriegen, aber das ist nicht schlimm. So, na komm zum Stehen hier. Gut, denn eine Kurzstrecke. Warum nicht guten Tag sagen? Ne, einfach sag Goldzeuge bitte. Mein Gott, ey, bist du einmal freundlich, sagen sie dir nicht auch nicht schnell. Müsste jetzt eigentlich Fuchs Erde kommen. Kann ich den ganzen Klapper auf und rausschmeißen. Weil der Dude hätte auch das Stück laufen können, aber wir wollen hier nicht wir wollen hier nicht überfordern. Was denn? Jetzt zum Schluss meckerst du noch mal? Ist es dein fucking Ernst? Kann doch nicht wahr sein, ey. Junge, bin ich denn nur mit Idioten umgeben? Oh, mein Gott. Nein, die will ich nicht fahren. Ich kann mich ja mit der Wählen sie eine Fahrt aus. Ich möchte nichts fahren. Ich möchte mich gerne abmelden. Wenn ich den Fahrplan abbreche. Ja, bitte abfahren. Nee. Schichtende. Bin dann gerne 2, 3, 4, 5. Ah, nicht nur 4. So. Da machen wir noch Fenster zu. Da war schon zu, okay. Gucken wir nochmal von außen, ob alles zu ist. Ne, da ist doch was offen. So. Ibis 0. Linie 0. Danke. So. Dann fahren wir jetzt. Fliege, ey, die geht mir auf den Sack, ey. Die ist schon der erste Teil da. Furchtbar. So. Und wir steigen aus, machen noch die Tür zu. So, wir sind angekommen. Ah, perfekt geparkt, finde ich, ne? Ist doch schön, ne?
Und wir werden jetzt erstmal einen Defekt melden, und zwar ist der linke Blinker kaputt und wir können unsere Fahrt abschließen. So, jetzt bin ich aber auch mal gespannt hier. 36 Haltestellen, 35 pünktlich, eine verfrüht, das ist kein Problem. Kann ich noch mit leben. Wir sind insgesamt 15 Kilometer gefahren, haben 20 Tickets verkauft, 60 Euro ein Einnahmen. Jetzt kommt das Schlimmere. War es hier 80% Fahrgastkomfort, 98% Fahrscheinverkauf, 90%, alles klar. Dann kriegen wir noch fleißige 2564 Euro. Das Ganze wird dann nicht noch abgezogen. Wir kriegen lächerliche 1415. Wobei, ist auch eigentlich ganz gut. 385 Erfahrungspunkte. Das Anteil für den Betrieb 40. Ah, okay, der Betrieb kriegt nur 40%. Ah, verstehe. Das ist aber ein toller Betrieb, ey. So, zurück ins Büro, bitte. So, jetzt laden, bitte, danke. So, dann werden wir jetzt einmal hochgehen. Es wäre dann noch online. Nein, ich bin alleine hier. Sag mal, wie viel Mitarbeiter hat denn dieser Betrieb nur? Muss ich mal nachschauen. Mann, Fliege, hau ab. Das nervt langsam echt. Ich hasse Fliegen. Es gibt so eine speziellen Fliegen, die gehen einen auf den Nerv. Die wollen nicht abhauen. So, erstmal gehen wir auf Busse. So, dann schauen wir uns den mal an. Den habe ich ja geschrottet. Und zwar ist der Blinker links kaputt. So, das bedeutet, wir bringen diesen Bus in die Werkstatt. Das heißt, wir müssen ihn auch hier abstellen. Das heißt, wir stellen ihn jetzt einfach mal hier ab. Und ja, ne? So, sehen wir noch einen kaputten Bus irgendwo, den wir zur Werkstatt bringen könnten? Nö. Ich verstehe nicht, warum es gleich Depot 8 ist, aber das ist auch nicht so schlimm. So, der ist auch kaputt. Das ist eine A26. Charles V3D hier dabei ist, aber das ist auch nicht schlimm. Hat aber der andere Betrieb dafür. Ha! Das ist wenigstens super. Was hat denn der von Schaden? Oh. Da hat aber so richtig jemand hier. Ne? Aber gut. So. Dann ist noch irgendwas hier. Nee, war. Nö. Dann können wir mal. Ah ne, Quatsch, wir müssen noch die Rechnung bezahlen. Haha. Immer fleißig Rechnungen bezahlen, ne? Das ist ganz wichtig. Wir haben einige offen. Wir haben 7142 Euro. Und haben 5 offene Rechnungen. Ja, nee, ist klar. Das finde ich jetzt aber nicht schön, ne? Ja. Jetzt müssen wir zweimal Aachen bezahlen und zweimal den hier. Das ist, möchte ich nicht. Weil ich die falsche Hofdatei genommen habe. Jetzt müssen wir den direkt doppelt bezahlen. Das kann doch nicht sein. Ne, da mache ich nicht mit. Das tut mir leid. 160 Euro bei 71 bei 50. Okay. Okay, das bezahlen wir. Versuch Genehmigung. O530 bezahlen wir. Und Aachen bezahlen wir. Aber die zwei zahle ich nicht, das tue ich mir nicht an. Also ganz ehrlich, wir müssen, nein, das ist, weil das System hätte sich wenigstens merken können, dass wir, ne, dass wir bereits schon was bezahlen müssen. Ich bezahle es doch nicht doppelt. Ich meine, guckt euch mal die Summen an, ne? Also da mache ich nicht mit, da lassen wir einfach mal das Ganze laufen. Ansonsten schreibe ich da noch mal PDP an, weil beispielsweise um sich Schmidt ab oder sonst irgendwas, BBS Schmidt ab, ne? Dann musst du es doppelt bezahlen, das geht nicht. Das finde ich nicht schön, dass ich das zweimal bezahlen muss, das finde ich nicht korrekt. Gut, wir haben 6387 Euro, wir können mal schnell auf unseren Rang gucken. Da sind es momentan 77%, das dauert aber noch. Ich glaube, beim Neustart ändert sich der Rang wieder, die EPs ändern sich beim Neustart, glaube ich. Aber gut, dann gehen wir mal hier hoch.
Ein bisschen rausgucken. Jemand hat hier die Tür offen gelassen. Ist jemand online? Nein, nur ich. Finde ich uncool. So. Jetzt bin ich doch hier drin. Och, Mann. Tür zu. Immer. 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 So, Licht aus. F. F. Geht doch. So, dann gehen wir jetzt nach draußen. Und schließen hier noch die Türen. Ich habe das Gefühl, dass heute gar keiner mehr kommt. Und fährt. Ich weiß es nicht. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir da lang. Oh, schöner Vollmond. Ist die Sonne. Vollmond, na klar. Ist klar, Steven, ist klar. Ui, ui, ui. Ja. Also drüber kommt man nicht. Aber auch nicht schlimm. Schade. Ich hätte gedacht, man kann das hier irgendwie so austricksen, dass man hier so doch noch so. Nice, wir sind drüber gekommen. Schön. Gucken wir uns mal den anderen Teil an. Hier ist unser Auto. Auf jeden Fall. Unser Fahrzeug. Was haben wir hier noch Schönes? Ja. Wo ist mein Auto? Ach egal, wir gucken erstmal durch die Stadt. Wir machen einen Stadtbummel. Ja. Nee, wir können mal angucken, wie es aussieht. Hätte nicht gedacht, dass wir drüber kommen. So. Ich muss sagen, sieht eigentlich nice aus, ne? Auch wenn wir gerade in diesem Gebiet, in dem Gebiet sind, wo wir eigentlich nicht lang dürfen, aber hey. Shit happens, ne? Shit happens. Oh, das ist ein Spielplatz. Oh, ein Spielplatz. Hat man da sogar noch einen Spielplatz hingebaut? Oh, schön. So mit Sandkasten, dann machen wir ein Foto. Ah, oh, eine Schaukel. Aber die kann ich nicht benutzen. Finde ich schade. Schade. Ja. Noch was Spannendes. Das sind Häuser. Die neue Welt. Busbetriebssimulator. Ah, ich muss sagen, es hat was. Das hat was. So, was gibt's noch hier Schönes? Ist das russisch? Nee. Keine Ahnung. Gucken wir mal weiter. Da ist das Ende. Was passiert denn eigentlich, wenn wir da, wenn wir ans Ende kommen? Das will ich mal ausprobieren. Ich hab grad Bock drauf. Was passiert, wenn wir ans Ende der Welt kommen? Ich meine, wann hast du schon die Möglichkeit, ne? Ob wir runterfallen? Und wir fallen runter. Juhu! Ah, schön. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein perfekter Abschluss zu dieser Folge. Ah, schön. Indem wir einfach mal runterfallen und dann irgendwann sterben. Beziehungsweise nicht sterben, wir werden unendlich runterfallen. Und ja. Jetzt habt ihr so ein Teil gesehen, was man eigentlich noch nie sehen konnte, was ich noch nie gesehen habe. Aber ja, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über Kommentare. Und ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge bei OMSI 2, der Busbetriebssimulator. Auf Wiedersehen, euer Train OMSI TV. Tschüss! Das Blöde ist, der Busbetriebssimulator hat ein Update gekriegt, dass ich keinen Zugriff mehr auf meine OBS habe. Das ist gut. Und jetzt nochmal. Tschüss.